Wir fahren heute die fünfte Generation des Subaru Outback. Angetrieben wird der Wagen von einem 2 Liter Boxer Dieselmotor mit 150 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein sogenanntes Lineartronic-Getriebe, das heißt, wir reden über eine stufenlose Automatik. Dank des permanenten Allradantriebs fühlt sich das Fahrzeug natürlich auf Schotterpisten oder eisnasser Straße, so wie hier, besonders zu Hause. Der allradgetriebene Crossover-Kombi mit seinen Geländegenen ist das Leittier der Subaru-Meute. Größere Bodenfreiheit hin, hohe Anhängerlasten her. Allein das Offroader- oder Zugfahrzeug-Klischee will Subaru mit dem Outback nicht bedienen. Der Hersteller legt Wert auch auf Komfort und Fahrsicherheit, um möglichst viele Käufer anzusprechen. Das Besondere an unserem Testfahrzeug, dem Outback 2 Liter Dieselkomfort Navi CVT, ist zweifellos sein stufenloses Automatikgetriebe Lineartronic. Es ist weltweit das erste Mal, dass ein Boxer Diesel mit einem CVT-Getriebe gekreuzt wurde. Der Motor läuft beim Beschleunigen stets in höchster Leistung. Die Geschwindigkeit regelt die Lineartronic durch die entsprechende Übersetzung. Insgesamt macht der Selbstzünder mit seinen maximal 350 Newtonmetern auf uns einen sehr soliden, wenn auch recht kernigen Eindruck. Seine 150 PS, die den Kombi in 9,7 Sekunden auf Tempo 100 bringen, sind jeder Fahrsituation gewachsen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 195 km/h und mit dem kombinierten Verbrauch von 6,3 Litern kann man durchaus leben. Ein Subaru ist kein Fahrzeug für jedermann, da macht auch der aktuelle Outback keinen Unterschied. Das Fahrwerk zum Beispiel ist sehr straff abgestimmt, was bei schnellen Kurvenfahrten sehr angenehm ist und sicherlich auch von Vorteil ist, wenn Sie durch ein Schlagloch fahren, der Wagen schlägt nicht durch. Schlecht jedoch, wenn Sie lange Strecken auf der Autobahn unterwegs sind, denn Sie werden deutlich Komfort vermissen. Angenehm direkt präsentiert sich dagegen die Lenkung. Sie liefert stets Rückmeldungen über das Fahrgeschehen unter den Rädern. Damit lässt sich der Allradler auch zügig und sehr präzise über Schotterpisten oder Waldwege führen. Hier ist er unverkennbar in seinem Metier. Der Innenraum des Outback ist sehr sauber verarbeitet, obwohl er insgesamt eher zweckmäßig als wohnzimmerähnlich anmutet. Einige Schalter wie die elektronische Parkbremse wurden ergonomischer positioniert. Die Sitzposition einschließlich des Seitenhalts der Sitze ist sehr gut. Fahrer und Beifahrer haben reichlich Platz. Das gilt auch für den Fond. Praktisch ist die Position der Hebel zum Umklappen der Rückbank an der Außenseite der Sitze. Ohne Verrenkung werden aus 526 Litern ratzfatz 1726 Liter Ladevolumen. Mit maximal zuladbaren knapp 500 Kilo und einer ungebremsten Anhängerlast von 750 Kilo empfiehlt sich der Subaru als beeindruckender Lademeister. Der aktuelle Subaru Outback bietet alles, was eingefleischte Subaru-Fahrer erwarten. Das Fahrzeug ist extrem robust, sehr geländegängig und verfügt über permanenten Allradantrieb. Der Outback hat jedoch auch seinen Preis. In der Basisversion liegt er bei 37.000 Euro. Das von uns gefahrene Testfahrzeug mit Automatikgetriebe und Boxermotor liegt bei über 46.000.